Das Flüchtlingsdrama hat ein anderes Problem in Europa übertüncht. Doch das bedeutet nicht, dass dieses Problem schon gelöst wäre. Dieser Mann jedenfalls scheint über die Folgen der Euro-Krise so verzweifelt, dass er heute etwas getan hat, was es bisher noch nie gab. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat angekündigt, die Banken mit Geld zu überschütten zu einem Leitzins von 0%. Er verleiht also kostenlos Geld, auf das die Banken es mit vollen Händen nehmen und weiterverleihen an Unternehmen, die die Konjunktur endlich auf Trab bringen sollen. Das ist die Hoffnung. Doch nicht wenige könnte Draghis Billigpolitik teuer zu stehen bekommen. Über Verlierer und Gewinner berichtet Sandra Scheuring. Auch wenn Weihnachten vorbei ist, diese Truthahn-Spezialitäten haben immer Konjunktur. Vorgekocht und luftdicht verpackt werden sie hier beim Feinkosthersteller Cascajares im spanischen Palencia. Als Konserve gehen sie in die Welt. Die Stimmung ist gut. Nach wirklich schwierigen Jahren will das Unternehmen sogar investieren. Die Kreditsituation hat sich in Spanien verbessert. Die Banken geben die Kredite an diejenigen, die sie verdient haben. An Unternehmen mit gesunden Konten und mit Zukunft. Wenn er das hören könnte, er würde sich bestätigt fühlen. Mario Draghi ist von seinen Maßnahmen überzeugt. Noch mehr Geld pumpt er in die Eurozone. Denn nicht überall läuft es wirtschaftlich rund und das Inflationsziel von knapp 2% ist in weiter Ferne. Dieses umfassende Paket wird die Synergien aus verschiedenen Instrumenten ausschöpfen und ist ausgerichtet auf die Erleichterung der Finanzierungskonditionen, die Stimulierung der Kreditvergabe und somit die wirtschaftliche Erholung im Eurogebiet. Der EZB-Rat hat beschlossen, den Leitzins erstmals auf 0% zu senken. Banken müssen noch höhere Strafzinsen zahlen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Und die EZB wird Anleihen für 80 Milliarden Euro im Monat kaufen, erstmals sogar auch Unternehmensanleihen. Die EZB hat viele Instrumente, die sie noch benutzen kann. Aber man kommt jetzt in einen Bereich, in dem man immer kreativer, immer unkonventioneller werden muss. Und das wird auch immer umstrittener werden. Denn Draghis Plan hilft wirtschaftlich schwachen Ländern wie Spanien. Für starke birgt er Risiken. In Deutschlands großen Städten wie Berlin, München oder Frankfurt laufen die Immobilienpreise heiß. Sparer benachteiligt die lockere Geldpolitik Draghis. Und auch Betriebsrenten und Lebensversicherungen bringen immer weniger Erträge. Diese Zeiten sind gut für Kreditnehmer. In Spanien will die Feinkostfirma Cascajares die niedrigen Zinsen nutzen. Investieren ins Personal und in neue Maschinen. Sie sind optimistisch, dass sie die nötigen Kredite von der Bank bekommen, auch dank Draghis Politik. Draghi setzt den Leitzins auf Null. Ein Kommentar von Ingo Nathusius vom Hessischen Rundfunk. Die EZB will die Wirtschaft ankurbeln und dazu die Banken nötigen, mehr Kredite zu vergeben. Wenn sie das nicht tun und auf ihrem Geld sitzen bleiben, müssen sie Strafzinsen zahlen. Ich halte das für Unfug. Denn es gibt in Europa keine Kreditklemme. Jeder, der etwas Vernünftiges finanzieren will, bekommt ausreichend Geld. Vernünftig heißt, es muss sich lohnen. Nur dann sind Investitionen sinnvoll, nur dann können Kredite auch zurückgezahlt werden. Wir haben ja reichlich Erfahrung mit zu viel Kredit. Daraus werden faule Kredite. Das macht Banken pleite und hat zur Finanzkrise geführt. Die EZB betreibt aber nicht nur eine falsche und gefährliche Banken- und Kreditpolitik, sie finanziert auch noch überschuldete Staaten mit vollen Händen. Jetzt werden Monat für Monat 80 Milliarden gedruckt. Das erleichtert es den Regierungen von Krisenstaaten weiter zu wursteln. Ganz vorne EZB-Präsident Mario Draghi. Er ist ein Präsident für die ganz großen Würfe, für die ganz große Bühne. Popliges Zentralbankgeschäft in einem Zweckbau in Frankfurt betreiben, das war gestern. Die Beamten an der Spitze der EZB haben sich ohne demokratische Legitimation in den Politikbetrieb Europas eingefädelt, verkünden Behördenentscheidungen nicht nüchtern am Amtssitz, sondern auf Tagungen in London oder von der Brüsseler Bühne herab. Regierungen, die von der EZB Geld bekommen, freut's ebenso wie Zocker an den Börsen. Doch eine Notenbank sollte zuallererst den Banknoten und den Bürgern verbunden sein. Nicht so die EZB. Der Wert des Euro sinkt, und das ist schlecht, denn es zeigt, die europäische Wirtschaft verliert Vertrauen und wird damit auf Sicht Jobs verlieren. Ingo Nathusius kommentierte. Was bleibt von einer Stadt, wenn eine gigantische Welle alles zerstört und fortgespült hat?
Unvorstellbar die Wucht, mit der der Tsunami in Japan einen lebendigen Ort in eine apokalyptische Trümmerlandschaft verwandelte. Und dies ist nur eine von mehr als 260 Küstenstädten, die damals zerstört wurden. Fast 19.000 Menschen kamen ums Leben oder werden bis heute vermisst. Morgen ist das auf den Tag genau 5 Jahre her. Der Tsunami war der Anfang einer ganz anderen Katastrophe, der Atomkatastrophe von Fukushima. Schauen wir uns an, was am 11. März 2011 genau passierte. Das stärkste Erdbeben in Japans Geschichte löste den Tsunami aus. Sofort wurde das Kernkraftwerk in Fukushima zur Sicherheit notabgeschaltet. Und trotzdem ging die Kontrolle über 4 Reaktoren verloren, weil die Flutwelle das Gelände des Kraftwerks überschwemmte und die Stromversorgung ausfiel. Danach kam es zu Explosionen. 3 der Reaktorgebäude wurden zerstört. Weil in den Reaktoren 1 bis 3 die Kühlung ausfiel, wurden Brennstäbe freigelegt. Es kam zur Kernschmelze. Der hochradioaktive Brennstoff fraß sich teilweise durch den Schutzmantel aus Stahl und der Super-GAU nahm seinen Lauf. Radioaktivität gelangt bis heute in die Umwelt. Mehr als 100.000 Menschen mussten wegen der gefährlichen Strahlung in der Umgebung ihre Häuser verlassen und haben von einem Tag auf den anderen ihre Heimat verloren. Zurückbleiben Geisterstädte wie diese und Landstriche, die über Jahrhunderte hochbelastet sein werden. Uwe Schwering war in diesem Niemandsland unterwegs, 5 Jahre nach Fukushima. In den noch nicht wieder blühenden Landschaften von Fukushima wächst nur eines: Berge schwarzer Säcke. Radioaktiver Abraum. Jetzt schon 10 Millionen Kubikmeter, 100 Millionen am Horizont. Und die Frage, wohin damit? Am besten, wo kein Mensch mehr lebt, in die Sperrzone, vor die Tore Ftabas. Evakuiert nach dem Super-GAU. Praktisch, so entsteht auch Platz für ein Zwischenlager. Im 60 Kilometer entfernten Exil hat der Bürgermeister dem zugestimmt, schweren Herzens. Für einen echten Wiederaufbau Fukushimas gehört der Müll an einen Ort. Also habe ich diese bittere Entscheidung mitgetragen. Die Regierung hat aber versichert, dass das Zwischenlager auf 30 Jahre befristet ist. Und dann? Auch Japan besitzt nicht mal ein Endlager für Atombrennstäbe. Und in Fukushima Daiichi wären sie froh, wüssten sie, wo der geschmolzene Brennstoff überhaupt liegt. Selbst neu entwickelte Roboter bringen nicht genug Licht ins hochstrahlende Dunkel. Und so sieht der Kraftwerkschef erst 10% des Weges gemeistert. Die größte Herausforderung ist die Beseitigung der Reaktorkerne. Wir wissen aber nicht, wo sie sind und in welchem Zustand. AKW-Betreiber TEPCO und Japans Regierung veranschlagen bis zur Stilllegung der Ruine 30 bis 40 Jahre. Doch da ist selbst die der Industrie nahestehende internationale Atomaufsicht skeptisch. Und deren Chef ist ein Japaner. Die Stilllegung wird dauern. Wir haben noch nicht die nötigen Technologien und sie ist nur zu schaffen mit internationaler Hilfe. Halten wir fest: Niemand weiß, wie lange es dauert, wie die Sache angehen und Japan packt es nicht allein. Strahlende Aussichten. Die Regierung erzählt dem Volk das Gegenteil. Sie will beweisen, auch ein Störfall der Maximalstufe ist beherrschbar. Man muss nur ordentlich aufräumen. Nur so ist der Neustart der Kernenergie in Japan und ihr Export zu rechtfertigen. Pressekonferenz am Abend. Mit TEPCO haben wir einen Plan erstellt. 2021 wollen wir beginnen, die geschmolzenen Brennstäbe zu entnehmen und sicher aufzubewahren. Dann prüfen wir, wie wir sie weiter behandeln. Die Fragen eingereicht, die Antworten abgelesen. Kritischer Journalismus nicht bei diesem Thema, stattdessen Selbstzensur. Medienwirksam besucht Abe einen Musterhof in Fukushima. Die Botschaft: nichts Schlimmes passiert, es geht aufwärts. Dann schlägt er am Joghurt. Namie, 13 Kilometer vom AKW. Zutritt frei bis 15 Uhr.
Bauer Yoshizawa jedoch bleibt Tag und Nacht, hält sich nicht dran. Er gibt hier 300 Rindern das Gnadenbrot, Spenden finanziert und aus Protest. Noch 5 Jahre werde ich sie pflegen. 10 insgesamt dokumentiere ich dann mit ihnen den Atomunfall. Die Regierung will alle Beweise vernichten. Das ist mein Widerstand. Einige Kühe sind krank seit dem GAU. Das verstrahlte Futter damals sei schuld, glaubt Yoshizawa. Wissenschaftler der Regierung aber könnten nichts finden, sagt er. Angeblich. 5 Jahre nach Fukushima kämpft Japan mit zerfallenden Atomen, schwarzen Säcken und roten Zonen. Am allermeisten aber mit sich selbst.